Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlorsche Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Und Leute, schaut gerne auch mal nach diesem Video, nachdem ihr fertig seid, auf dem Verlorsche Studio-Kanal nach. Denn dort habe ich mein Video hochgeladen bezüglich der Allegri-Entlassung, meine Meinung und Co. dazu, wie ich die ganze Situation sehe. Dementsprechend checkt auf jeden Fall den Verlorsche Studio-Kanal ab. Da gehen wir dann auch langsam Road to 1K, ne? Wir sind aktuell bei 700 irgendwas. Mal gucken, ob wir den dann auch bis Ende des Jahres auf 1000 hinkriegen. Aber wir konzentrieren uns jetzt wieder hier auf dieses Game hier, beziehungsweise auf dieses Spiel. Beziehungsweise auf Bielefeld, so wollte ich eigentlich richtig sagen. Denn wir werden heute die Hinrunde beenden gegen Sandhausen und gegen Rot-Weiß Essen. Danach haben wir eine kleine Winterpause von etwas mehr als 3 Wochen. Was auf jeden Fall auch mal wieder ganz entspannt ist. Dann können sich die Spieler regenerieren. Und im Optimalfall gewinnen wir die beiden Spiele gegen Sandhausen bzw. Essen. Und könnten dann eine bisher sehr, sehr gut laufende Hinrunde perfekt abschließen. Ob es funktioniert oder nicht, werden wir rausfinden. Gehen wir rein hier ins Duell gegen Sandhausen, die zuletzt nicht so schlecht in Form sind. 3 Siege in den letzten 5 Spielen, 2 Niederlagen und ich sehe schon, sie haben auf jeden Fall einen Dietmeier, also hier der Ex-HSV-Verteidiger hinten. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass der noch spielt. Immer wieder auch interessant, wenn man so in den unteren Liga den ein oder anderen interessanten Namen findet, ne, wie Ginczek oder jetzt hier Dietmeier und Co. Aber gut, gehen wir rein und schauen mal, ob wir hier den SV Sandhausen schlagen können. Hier haben wir die Aufstellung vom SV Sandhausen mit Königsmann im Tor. Diekmeyer, Papetti, Knipping und Ehrlich hier in der Viererkette. Ballaballa und Mühling im ZDM. Stolze und Ewine auf Außen. Greil im ZDM. Und Ruven Henning spielt auch bei dem SV Sandhausen. Haben echt eine interessante Truppe auf jeden Fall hier im 4-2-3-1-System. Wir haben 4-5-1-System mit Kersken im Tor. Lannert, Schneider, Großer, Oppi hier jeweils in der Viererkette. Wörl, Bondo, Korbo, Schreck und Schipnowski im 5er-Mittelfeld. Ganz vorne Winzheimer im 4-5-1-System. Stolze. Ruven Hennings hier mit dem Treffer für Sandhausen. 28 Minuten haben wir hier gespielt und dann ist es der Routinier Ruven Hennings hier mit dem Tor für den SV Sandhausen, für die Heimmannschaft. Bielefeld im Rückstand. Die Sandhausen auf jeden Fall zurecht am Jubeln. Hier sehen wir es nochmal. Stolze mit dem Ball auf Hennings. Der mit seinem linken zieht dann ihn ab. Kersken ist da nicht mehr reaktionsschnell genug, so dass er hier eben entsprechend den Treffer machen kann. In Minute 29 war es sein erster Treffer gerade mal in 6 Partien. Also bisher noch gar nicht seine Saison. Aber hier gegen die Bielefelder funktioniert es. Oh, der Ball ist super. Der Ball ist super. Na, Kersken bleibt mal bloß im Tor. Oh, der flache Pass auch gut. Hennings gibt den super an Ewina und das ist das 2-0. Sandhausen eiskalt. Sie nutzen ihre Chancen richtig gut und machen hier das 2-0. Bielefeld kassiert 2 in relativ kurzer Zeit nacheinander. Und müssen hier jetzt natürlich einen großen Rückstand irgendwie versuchen nochmal aufzuholen. Wir sehen hier nochmal über diese linke Seite. Gut gespielt auf Hennings. Der wartet, bis Ewina mitläuft. Der nimmt den einmal an. Dann der gute Abschluss hier. Kersken nicht mit der großen Chance, da nochmal ranzukommen. Aber wenn er einen Ticken schneller reagiert, kriegt er den. Ich glaube, dann kann er den kriegen, aber ist jetzt kein Fehler oder sonstiges. Aber gut, Bielefeld muss schauen, ob man hier nochmal zurückkommt gegen Sandhausen, die bisher sehr stark aufspielen. Schreck. Schreck gibt den weiter. Wöl. Winzheimer. Winzheimer mit dem Schuss und der ist gut. Was für ein Abschluss von Manuel Winzheimer. Sehr schöne Partie in Halbzeit 1. 3 Tore schon. Also Winzheimer hat sich auch nicht zu lange lumpen lassen, um endlich zu antworten. Hier sehen wir es, die Nummer 39 mit einem richtig guten Schuss. Der Keeper da hinten keinerlei Abwehrchance gehabt. Und damit haben wir den nächsten Treffer. 5 Minuten hat das 2-0 gerade mal Bestand gehabt, bis dann Bielefeld kam und es hier verkürzt hat auf 2-1. Und damit ist die Partie natürlich wieder ein ganzes Stück offener. Aber direkt hier wieder Sandhausen, oder was? Hennings? Hennings wird abgeräumt! Hui! Jetzt bin ich gespannt, was der Ref sagt. Gegenüber Schneider. Ja, es gibt Rot. Es gibt Rot. Leon Schneider muss vom Feld. Das ist leider richtig. Hennings wäre sonst durch gewesen. Schauen wir nochmal drauf. Ah. Foul war es natürlich unbestritten. Jetzt die Frage, was macht Sandhausen aus dem Freistoß? Ewina, nimmt er den direkt? Na, springt drüber.
Und dann der Schuss, aber der ist daneben. Der war dann nicht allzu gefährlich. Stolze, super Antritt. Stolze hier. Stolze, den Ball nochmal gut ins Zentrum gespielt. Greil, nochmal der Schuss von Hennings, aber den hat dieses Mal Kersken. Den hat Kersken, der verhindert hier ein 3-1 zum Halbzeitpfiff. Greil. Die Ecke wird nochmal geklärt. Evina. Und ne, das Ding ist rum. So gehen wir in die Halbzeit. Jetzt hier. Oh, das macht Sandhausen gut. Stolze. 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 Kurzes Eck, aber Kersken hat den gehalten hier. Kann hier erstmal das 2-1 festhalten. Aber natürlich ergeben sich in Überzahl Räume für Sandhausen. Kersken hat auch den Ball. Und jetzt hier der weite Abschlag nach vorne. Das könnte interessant werden. Winzheimer macht das super. Winzheimer macht das überragend. Und jetzt hier Manuel Winzheimer. Im 1 gegen 1 gegen seinen Gegenspieler macht er das auch gut. Nein, ehrlich hat den. Oh, das war die Chance. Das war die Chance eigentlich für Winzheimer da durchzustarten. Bondo. Bondo schickt Misuta. Das ist gut gespielt. Misuta. Misuta will ihn einfach so machen. Klappt leider nicht ganz. Der Ball bleibt gefährlich. Klose. Oh, Klose meine ich natürlich nicht. Klose. Kann den aber leider nicht reinmachen. Sandhausen kommt hier erstmal mit einem blauen Auge davon. Es bleibt hier erstmal beim 2-1 für die Sandhausener. Und jetzt hier der direkte Konter. Der ist natürlich sehr gefährlich. Das könnte hier natürlich jetzt hier die werden mit der Entscheidung. Greil. Naja, aber inzwischen steht Bielefeld wieder ordentlich. Weiter in Sandhausen. Oh, schwierig, wie er den Ball da versuchte zu kontrollieren. Funktioniert nicht. Klos. Jetzt haben wir Chipnowski. Chipnowski spielt den gut weiter. Und Kunze auch nochmal gut weiter. Özkan, der ist frisch. Özkan jetzt hier. Özkan stürmt. Özkan spielt den nochmal weiter. Chipnowski mit dem hohen Ball. Wohin damit? Und der Ball ist bei Misuta. Der Ball ist bei Misuta. In Minute 90 macht der Japaner den rein. Und damit haben wir das 2-2. Wir haben das 2-2. Das muss ich mir aber nochmal angucken, weil es ist wegen einer technischen Unzulänglichkeit des Sandhausen-Spielers. Gucken wir da gleich nochmal. Die Flanke war gar nicht so perfekt, aber der Sandhausen-Spieler, Özkan, zack, und er will ihn mit der Brust halt annehmen, das ist halt Schwachsinn. Also, er will ihn mit der Brust annehmen, den musst du wegköpfen oder sonst was damit machen, Popetti, aber so nicht. Und dann kann sich da der Keeper stretchen, wie er will, hat da keinerlei Chance. Und dann steht 2-2. Spektakuläres Ende hier vielleicht. Ja, ist es leider schon, weil Nachspielzeit mal wieder nur eine Minute, auch in so einem Game. Aber wir holen einen Punkt. Vor der Partie hätte ich gesagt, das ist enttäuschend. Jetzt muss ich sagen, mit dem Punkt kann ich sehr gut leben, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr gut sogar. War ein geiles Spiel, wo wir am Ende hier definitiv einen Punkt gewonnen haben. Je nachdem, was natürlich jetzt die Konkurrenz gemacht hat, ist es ein besserer oder schlechterer Punkt. Wobei, so oder so ist das ein guter Punkt. Wir haben auch gleich nochmal drei Nachrichten. Ja, Vorstandsziele sind angeblich gefährdet. Ich meine, wir sind nur noch Tabellenführer, also come on. Da sollte man ein bisschen entspannter sein. Aber Aue ist natürlich dran mit 34 Punkten. Das ist eben das Ding. Aue ist dran. Und ja, wir haben jetzt schon 17 Spiele hinter uns. Insgesamt gibt es ja 20 Teams sogar in der dritten Liga. Also auch wenn wir dann das Spiel gegen Rot-Weiß Essen haben, sind erst 18 Spiele rum, noch nicht mal ganz die Hinrunde. Trotzdem, weil einfach dann die Pause dazwischen ist, machen wir unsere Analyse wie immer. Und gehen jetzt aber erstmal rein gegen Rot-Weiß Essen in der Schüko Arena hier in Bielefeld. Ich hoffe mal, wir können hier den Sieg holen vor der Winterpause. Wichtig wäre es. Essen zuletzt mit 2 Unentschieden, einer Niederlage und 2 Siegen. Hier haben wir die Aufstellung der Arminia mit Kersken im Tor. Lannert, Belkaya, Großer und Oppi in der Viererkette, Schneider ja rot gesperrt. Dann Wörl im ZDM, Biancardi, Misuta, Schreck und Chipnowski komplettieren das Fünfer-Mittelfeld. Und Winzheimer ganz vorne im 4-5-1-System. Beim Rot-Weiß-Essen haben wir Golz im Tor, Wiegel, Manu, Rios Alonso und Brumme in der Viererkette, Rota, Young, Eisfeld, Götze und Obus im Fünfer-Mittelfeld, Berlinski ganz vorne, ebenfalls hier 4-5-1-System bei Rot-Weiß-Essen. Und jetzt hier Berlinski, Berlinski, Berlinski! Macht ihn nicht rein! Was für eine riesige Chance für Rot-Weiß Essen. Aber er setzt den Ball zu hoch an, muss man sagen. Der hat den zu hoch angesetzt, dementsprechend bleibt sie erstmal beim 0-0 in dieser Partie. Aber was ist das für ein schwacher Pass? Gut, dass Lanna zur Stelle war. Oh, stark, wie Winzheimer sich den Ball holt. Und da ist Platz, da ist Platz. Winzheimer jetzt hier. Winzheimer gegen Brumme im Laufduell und Winzheimer kann sich da wohl durchsetzen. Winzheimer, Winzheimer, Winzheimer! Macht ihn nicht rein. Das war eine hundertprozentige hier für Manuel Winzheimer. Das sind Dinger, die muss er machen. Die muss er einfach reinschieben dort.
schafft er in dem Moment nicht. Dementsprechend bleibt es noch 25 Minuten beim 0-0 zwischen Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Essen. Misuta, und der passt gut auf Winzheimer. Kann er sich durchsetzen? Ja, macht er stark. Winzheimer jetzt hier. Manuel Winzheimer mit der Hacke will das richtig spektakulär machen. Will da einen genialen Treffer erzielen, aber man muss sagen, das war etwas zu verspielt. Klar, wenn sowas klappt, dann kann man sagen, wunderbar, traumhaft. Dann ist es das Tor des Jahres vielleicht sogar. Auf jeden Fall des Monats. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sieht es dann doch eher immer ein bisschen unglücklich aus. Freistoßgelegenheit hier für Eisfeld. Eieiei, der ist schwach. Das war ein ganz schwacher Freistoß hier. Also, da muss Essen mehr draus machen. Großer. Oh, der kommt an und das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Was für ein Ball. Winzheimer jetzt hier. Winzheimer mit dem Abschluss und der ist drinne. Was für ein hohler Ball war das aber bitte da gespielt. Der zu diesem Treffer hier führt. Überragend. Und Winzheimer, der dürfte auch froh sein, dass der hier noch einen Treffer gemacht hat. Bielefeld hier 1-0 vorne. Sehen wir nochmal, guter Abschluss auch. Da kommt da der Keeper nicht mehr ran. Manuel Winzheimer hat sich also endlich sein Tor erarbeitet. Ist damit hier vor seiner Winterpause, beziehungsweise vor der Winterpause allgemein, beim 9. Treffer angelangt. Also richtig stark. Je nachdem, wie das Spiel verläuft, kann er sogar heute nochmal zweistellig werden. Was dann natürlich noch optimaler wäre. Absolut der wichtigste Mann ganz vorne bei Arminia Bielefeld. Dumbuya! Der ist nicht drin! Die beste Möglichkeit vielleicht bisher von den Essenern. Aber es bleibt erstmal beim 1-0. Gab nochmal einen Wechsel jetzt auch hier bei Rot-Weiß Essen. Und Bielefeld muss natürlich aufpassen. So ein 1-0 ist immer ein tricky Ergebnis. Lannert. Biancardi. Lannert hier. Misuta mit der Hacke weitergespielt. Jetzt hier Winzheimer gibt den super weiter. Biancardi. Oh, der erste Kontakt war nicht perfekt. Biancardi wird gefoult. Nein, sagt der Ref. Der Ball wird ihn doch fair abgenommen. Versucht da irgendwie Golds zu überwinden. Es klappt leider nicht. Und das könnte der letzte Angriff sein. Dumbuya ist schnell. Dumbuya ist sehr schnell. Der kommt jetzt hier in den Strafraum der Bielefelder. Das macht er gut. Die Flanke etwas zu lang. Etwas zu lang für Jan. Jetzt hier Jan gegen Bondo. Jan gegen Bondo setzt sich da durch. Der Pass ins Zentrum. Sabina. Die Grätsche von Winzheimer. Es ist Winzheimer, der vorne das Ding macht. Und hinten mit einer perfekten Grätsche die Hinrunde. Beziehungsweise zumindest, ja, wir nennen es jetzt mal Hinrunde, auch wenn noch ein Spiel zu machen wäre, hier beendet. Und wir holen uns mit einem 1-0-Sieg das Ding. Obwohl Essen deutlich mehr Ballbesitz hatte, Ticken mehr Schüsse, XG-Wert relativ ähnlich sind. Aber wir holen uns diese verdammten 3 Punkte. Sehr schön. Dann werden wir gleich mal unsere Hinrunde hier analysieren. Und schauen mal, wie es grundsätzlich so gelaufen ist. Ja, Schipnowski nur eine ganz leichte Verletzung, Gott sei Dank. Und ja, dann gucken wir doch gerne mal auf die Ergebnisse bisher. Wir fangen natürlich mit der dritten Liga an und müssen sagen, wir sind absolut auf Aufstiegskurs. Ja, wir hatten auch schon mal eine Chance, um den Abstand zu Platz 2 zu vergrößern, aber Relegation 7 Punkte weit weg, das ist sehr gut. Ein Nicht-Aufstiegsplatz ist jetzt schon 9 Punkte weit weg. Kurz und knapp spielen wir eine ähnlich starke Rückrunde wie jetzt hier diese Hinrunde, dann steigen wir auf. Ob als Erster oder Zweiter, das wird natürlich ein enges Duell. Ist aber auch eine andere Frage. Aber werden wir so weitermachen, dann werden wir aufsteigen. Das bedeutet, wir sind voll im Soll. 26 Tore in 18 Spielen ist grundsolide. Klar kann man da sich immer noch verbessern. Aber wenn man da in der Liga guckt, da gibt es nicht so viele Teams, die so viel besser sind. Also eigentlich haben wir die drittbeste Offensive zusammen mit den Duisburgern. Lediglich Dynamo Dresden mit einem Tor mehr und Erzgebirge Aue hier mit 31 Toren haben hier einen besseren Angriff. Aber wir haben mit Abstand, wirklich mit ganz weitem Abstand die beste Defensive. 10 Gegentore nur kassiert. Das nächstbeste Team ist Preußen Münster bzw. Saarbrücken mit 17 Gegentoren und auch Waldhof Mannheim, die nur 17 Gegentore haben, aber auch nur 21 Tore geschossen haben. Also da muss man einfach sagen, defensiv ist Bielefeld die absolute Elite. Das ist auch ein sehr schöner DFB-Pokal. Hier haben wir schon das Viertelfinale. Gegen wem ist Augsburg raus? Gegen Freiburg. Hier sind wir zwar gegen Augsburg gescheitert, aber auch hier bin ich zufrieden, weil wir haben gegen den Erstligisten sehr gut mitgehalten und sind wegen einer Standardsituation ausgeschieden. Also nichts, wo man irgendwie sagen müsste, oh, das war irgendwie problematisch.
Wenn man auf die Leistung grundsätzlich mal eingehen will, haben wir hier Oppermann, der natürlich gar nicht gespielt hat. Ich gehe mal auch stark davon aus, dass der HSV den Keeper hier wieder zurückholen wird. Dann haben wir Kjærsgaard. 12-0 gespielt in 20 Spielen. Ich denke, das ist eine fette Ansage. Ja, was soll man sagen? Eine überragende Hinrunde gespielt. Einfach nur stark, wie er aufzockt. Ein Kandidat für den Spieler der Hinrunde. Busse hat kein Spiel gemacht. Dann haben wir hier Oppi. Ganz klar, die Bank auf links ist mein Stamm-Linksverteidiger. Spielt eine super Saison. Leon Schneider. 2-mal eine rote Karte gesehen. Das ist so das kleine Minus bei ihm. Auch er ist ein definitiver Kandidat für den Spieler der Hinrunde. Monsterleistungen. Also für mich ganz klar der beste Verteidiger. Neben ihm dann eben Großer, der auch richtig guten Job macht. Und auch Belkaya, der viele Spielzeit kriegt, der ein super Backup ist. Also da kann ich nicht meckern. Auf rechts Lannert absolut gesetzt. Özkan, guter Backup. Insgesamt muss man einfach sagen, die Abwehr und auch all die hier gespielt haben, überragend. Genauso wie der Keeper. Wörl, sehr junger Mann, auch absoluter Stammspieler, macht einen guten Job, ist so das Verbindungsglied zwischen Abwehr und Mittelfeld, macht das auch super, kann ich nicht meckern. Obermeier hier bei Mannheim, 4 Einsätze leider nur. Yildirim, 2 Assists von 6 Spielen, was gar nicht mal so ein schlechter Wert grundsätzlich ist, aber eher unauffällig und nicht ganz so überzeugend gewesen. Korbus dagegen, spielt eine gute Runde, Hinrunde, grundsolide würde ich einfach mal sagen, das gleiche bei Schreck. Schreck teilweise als auch Korbus immer mal wieder auch mit richtig guten Spielen beide drin, aber insgesamt würde ich sagen einfach grundsolide. Kunze ebenfalls, Bujelab und Krasnitsch haben kein Spiel gemacht. Bondo, sehr auffällig teilweise, gefällt mir insgesamt, macht das richtig gut, also auch er hier eine starke Hinrunde, plus 3 in der Entwicklung. Ist jetzt schon 2,1 Millionen wert und der hat gerade mal eine Kaufoption von 1,5, also die werden wir am Ende der Saison, wenn wir aufsteigen, auf jeden Fall ziehen. Misuta, muss man auch sagen, hat einige unauffällige Games gehabt, aber teilweise auch richtig starke Games. Es wäre schön, wenn wir es irgendwann hinkriegen, dass Misuta viele starke Games hat. Insgesamt aber auch eine gute Hinrunde. Basé, ich denke für ihn selber eher enttäuschend, würde ich sagen. Weil er ist definitiv nicht so auffällig wie jetzt Misuta oder Bondo bisher gewesen. Es war eigentlich dieses eine Game, wo er als Joker seine 2 Tore gemacht hat. Sonst kam da nicht so viel. Eher enttäuschend. Chipnowski, Anfang der Saison, whoop. Aber hier muss man sagen, das erinnert mich so ein bisschen an der Man United-Karriere mit Anthony, der auch wirklich so das erste Viertel der Karriere explodiert war. Ähnlich war es bei Chipnowski, der wirklich die ersten Games brutal war. Aber es ist abgeflacht. Es ist definitiv abgeflacht. Und man muss auch sagen, je länger die Hinrunde ging, desto unauffälliger wurden seine Leistungen leider. Also der muss echt gucken, dass er da wieder anknüpfen kann. Biancardi halt ganz, ganz klarer Backup. Grundsolide an sich. Klos, ich denke auch hier kann man das Wort solide nennen. Er hat 9 Einsätze gekriegt, lediglich einen Treffer bisher. Ist einfach der klare Backup, hat keinerlei Chance gegen diesen Mann hier, gegen Winzheimer. 11 Tore, 2 Vorlagen. Überragend, bester Offensivspieler, ohne Wenn und Aber, Top-Torschütze hier bei uns, richtig stark. Und auch Koch, seine ersten Schritte gemacht, 2 Tore schon, den werde ich, denke ich, auch gerade in der Rückrunde öfter nochmal einsetzen als den Klos, einfach weil der hier gerade mal 17 Jahre alt ist, also 19 Jahre jünger als Klos und dem Spiel insgesamt besser getan hat, als wenn Klos reinkam. Spieler der Hinrunde für mich, ich hätte gesagt, ohne die roten Karten, Leon Schneider, aber ich sage Kjærsgaard auf der 1, auf 2 Winzheimer. Und Leon Schneider wegen 2 roten Karten nur auf der 3. Das ist meine Top 3. Gerne mal eure Top 3 auch in die Kommentare ballern, Leute. Und wir gehen nochmal vor bis zur Transferphase. Weil dann haben wir natürlich auch nochmal neue Berichte bezüglich Jugendmannschaften. So, das Gute ist, Basé ist wieder einsatzbereit. Momolu wurde zurückgeholt, das war klar. Oppermann ebenfalls, Putado ebenfalls, aber das tut alles nicht weh. Weil all diese Spieler keinerlei Rolle bei uns gespielt haben. Friedrich ist jetzt im linken Mittelfeld, auch nice. Weil auch da brauchen wir tatsächlich Spieler. Flügel-Mittelfeldspieler wäre eigentlich ganz cool sogar, oder? Oder machen wir Inverser? Flügel-Spielmacher sonst? Ich würde sogar auf ausgeglichen lassen, lassen wir das. Aber gut. Erstmal Monatsbericht Jugendmannschaft. Hier muss man sagen, Fuchs richtig stark nach wie vor. Auch interessanter als Schmidt wegen dem Potenzial. Bauer muss man sagen, der ist zwar sehr jung, aber sein Potenzial ist echt bescheiden und wir haben da bessere. Deswegen werde ich ihn jetzt mal rauskicken.
Wobei, kicken werde ich ihn doch noch nicht. Aber trotzdem, er ist nicht so interessant wie die anderen, leider. Dann haben wir eben Friedrich noch und eben auch Meier. Wobei alle noch nicht so richtig einsatzbereit sind. Die brauchen alle noch ein bisschen. Wir haben dann auch hier nochmal in Finnland, ja, durchaus nicht uninteressant, aber kicken wir. Das ist auch der letzte Scouting-Bericht, weil immer 6 Monate für diese Saison. Dann haben wir in Südkorea Young noch und er hier. Oh, der könnte interessant sein, den verpflichten wir mal. Und auch er hier könnte nicht ganz uninteressant sein, er hier eher nicht. Und dann gucken wir nochmal in die Jugendakademie rein. Und sehen, dass wir hier mit Richter nochmal einen richtig guten Innenverteidiger bekommen haben. 1,88 groß. Interessant, dass er Innenverteidiger ist, obwohl wir nach linken Verteidigern gesucht haben. Schöne bei ihnen ist, er ist wirklich Innenverteidiger. Okay. Defensiver Innenverteidiger würde ich hier mal pushen. Dass er da wirklich stark wird in diesen ganzen defensiven Sachen. Oder soll er mitspielender werden? Libero wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder Vorstopper. Ich finde es schade, dass bei defensiven Innenverteidiger das defensive Bewusstsein nicht mit trainiert wird. Aber machen wir defensive Innenverteidiger erstmal. Seine Stärke und Co. soll ruhig weiter hochgehen. Und wir haben eben noch Yong-Soo Oh. Ein Stürmer in dem Fall. Ist er denn auch wirklich Stürmer, ist die große Frage. Oder ist er nicht doch wieder Außenspieler? Ja, wahrscheinlich wieder mehr Außenspieler, wie immer. Aber wir lassen ihn jetzt mal im Sturm und machen aus ihm einen Knipser, weil der muss im Abschluss besser werden. Und der soll ein richtiger Knipser werden. Da haben wir auch ein paar verschiedene Positionen hier mal. Haben wir nämlich mal einen Stürmer, linker Verteidiger, rechter Innenverteidiger und nochmal ein paar linke Verteidiger. Dann haben wir da noch eine schöne kleine Auswahl. Und ja, Leute, ein paar Spieler haben uns ja, wie ihr gesehen hattet, nochmal verlassen. Bedeutet der Kader, wir gucken mal lieber mit der Kaderansicht natürlich drauf. Der Kader hat sich verkleinert, aber jetzt auch nicht wirklich zum Schlimmen. Das muss man auch sagen. Bondo wird definitiv Stammspieler hier. Basé kommt dann von der Bank zusammen mit Misuta. Koch kommt auch mehr von der Bank. Und so sieht es dann auf jeden Fall dann erstmal aus. Ich denke, wir brauchen auch keinen weiteren Keeper. Ich muss eh sagen, Winterphase, was wir da machen, müssen wir mal schauen. Wir haben natürlich eine riesige Liste von... Ich habe hier immer noch eine riesige Liste von euch. Ich überlege, ob ich vielleicht irgendwas auf der linken Seite vielleicht machen will. Hier würde es zum Beispiel einen Chienza geben. Okonuki wäre natürlich jemand, den man holen könnte viel links. Man hat da natürlich, Duranville ist natürlich viel zu stark, aber Fernandes, wobei der gerade schon gewechselt war. Perea aus Kolumbien ist leider zu teuer. Müssen wir mal gucken. Wie sieht es denn im Hardware aus? Kann der links spielen? Ne, der kann rechts und Stürmer spielen und der ist auch ein bisschen zu teuer jetzt für die dritte Liga. Muss man natürlich schon gucken, dass das immer passt. Aber gut, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, Leute. Euer Velosch meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen und... Bye-bye.